Ja, dass er wieder, wenn wieder regeneriert und wir schütteln jetzt, bis ein Virus kommt, ein Gegner. Und dann schauen wir mal. Ich mach mal wieder mit der anderen, hat letztes Mal sehr gut gebracht. Oh komm. Warum dauert das so lange? Ich hasse es. Ich hasse es. Nein, es ist Sport. Es gibt natürlich auch Spezialsachen, also spezielle Herausforderungen, die werden auch noch kommen. Eine Sache, die noch doof ist, wollte ich euch noch erzählen. Man muss innerhalb von 20 Sekunden die Batterie wechseln, sonst ist der Spielstand verloren. Oh, ein starker Gegner. Hm. Ich fange mit Attacke plus 10. Also, ich weiß nicht, ob ihr es eben gehört habt, aber wenn man die Batterie wechseln muss, wenn die Batterie fast leer ist, das hier, ich zeige auch mal die Batterie, die man dafür braucht. Solche Warte-Knopfbatterien benutze ich. Davon habe ich mal viele gekauft. Modell. Hier. CR2032. Die braucht man dafür. Ja, und halt, wenn man die Batterien wechselt, hat man nur 20 Sekunden Zeit, sonst der Spielstand verloren ist. Ja, wir benutzen unseren Angriff plus 10. Der hat 4 Angriff und. Ja, macht wenig Sinn. Oh ja, wenn ich richtig bin. 4 Angriff und. 1 CP kostet der? Nein. Der Gegner, den ich... Hä, das ist der falsche. 2 CP? Nein, das ist der falsche. Nein. Ja, das ist der richtige. Die sind schon ein bisschen alt, die Bälle, das muss man manchmal öfter einschieben. Ja, gucken wir mal. Wir müssen ihn treffen, er ist ein starker Gegner. Nein, ich hab da nie getroffen. Ganz ehrlich, den Kampf werden wir sowas von verlieren. Das kann ich euch garantieren. Wir werden verlieren, so. Damit treffe ich ihn jedenfalls, denke ich mal. Wie Schaden macht es? Oh, wenig. Welchen benutze ich denn jetzt gleich auch mal an? Ich benutze unsere tolle Kanone, denke ich mal. Oder haben wir irgendein anderes Battleship? Oh Mann, ey, ja. Nein! Wir failen. Ich habe jetzt keine CP mehr. Und wir sind fast tot. Wir haben verloren. Ja, toll, Leute. Jetzt muss ich mich wieder die ganze Zeit heilen. Oh. Ja, bis dann, tschüss. So, da sind wir wieder und ja, wir starten einen weiteren Versuch. Mein Arm tut schon weh, man muss ja schütteln, um mich zu regenerieren. Ich habe mich jetzt regeneriert, ich mache wieder mit der linken Hand. Oh, bitte! Ah, Mann, da muss man geübt sein. Oh, Mann. Ja. Diesmal werden wir nämlich einen anderen Battleship benutzen. Und zwar diesen hier, wieder der starke Gegner, weil der ist eine stärkere Version von diesem hier. Ich denke, mit dem werden wir schön treffen. Ich schiebe ihn schon mal rein. So. Battleship Nummer 9 und 8. Der andere ist 8 nach der, ne? Wir fangen an, gut. 1 CP, 2 Angriff. Ja, warum benutzen wir den anderen überhaupt? Der hat auch 1 CP und hat nur einen Angriff und trotzdem 3 Felder. Dann benutzen wir den wohl noch. Treffer. Der ist ja wesentlich besser. Wesentlich besser. Dann benutzen wir den jetzt auch noch. Weil der hat immer einen großen Trefferradius. Das ist sehr gut. Das ist der falsche. Der wird falsch eingescannt. 6 CP. Wow, der wird alles treffen. Was ist das für ein overpowerter Battleship? Na okay, der braucht auch 6, ne? Den Battleship, bitte, ja. Welchen benutzen wir jetzt? Irgendeinen, der noch... Ich glaube, der hier ist doch recht gut, oder? Dieser hier. Endlich mal wieder Erfolge. Ja, probieren wir mal den.
Daneben. Jetzt haben wir keine CP mehr. Ich kann nur noch die Mega-Waffe nutzen. Ach komm, ein Schuss. Ein Schuss, ich muss treffen. Ja, wir haben gewonnen. Wow, endlich mal wieder. Aber noch kein Level up. Schade. Ja, Leute, endlich mal wieder einen Kampf gewonnen. Yeah. Eine Niederlage, ein Sieg, dann zwei Niederlagen und dann wieder ein Sieg. Ja. Ich benutze jetzt auch erstmal die Battleships mit niedrigen Werten. Ich könnte theoretisch hier diesen auch benutzen. Aber dann kann ich nur einen Battleship benutzen. Dann wäre es ja schon vorbei. Das ist ja nicht der Sinn. Bald habe ich mehr CP und mehr auch mehr benutzen. Aber dieser Battleship hier, der ist ja richtig gut. Braucht nur ein CP, aber hat zwei Angriff. Und drei Felder. Der ist genauso gut wie, wo ist er hin? Hä? Ah, hier. Der ist genauso gut wie dieser, nur hat er einen Angriff mehr. Das ist richtig gut. Echt eine verbesserte Version. Das ist nicht schlecht. Schön mal wieder mit der linken Hand. Ich will Level up. Kann ich auch die Meteoriten mal benutzen? Die haben 4 CP. Die sind richtig gut, die Meteoriten. Kann ich euch mal zeigen, die Meteoriten. Die treffen so viele Felder, 5 Stück. Ein Meteor. Ja, nutzen wir auch den Battleship mit Meteor drauf. So. Attacke. Die kaputten Felder, auf die können die Gegner übrigens nicht rauf. Man kann auch noch mit manchen Battleships mehr kaputte Felder hinzufügen. Ja, ist doch stark. Wollen wir mal einen anderen Battleship benutzen? Ich benutze mal diesen hier. Ein Pflanzen-Battleship. Okay. Drei Felder, nicht schlecht. Yeah! Cool, wir haben ein AP mehr. Jetzt läuft's. Also jetzt sieht's gut aus. Das gefällt mir schon besser. Also der Bildschirm ist auch nicht schlecht. Der trifft auch viele Felder. Nicht schlecht, der Schiff. Ich krieg mal einen Schluck. Nicht übel, der Schiff. Mal wieder mit der linken Hand. Die Leute braucht eigentlich diese kennen. Ja. Braucht die auch nur ein? Können wir mal gucken. Ja. Einmal zum Neugier. Wie viel verbraucht dieser Battleship? Die Master kennen, glaube ich. 3 CP. 5 Angriff. Ich einmal benutzen. Soll ich es machen? Komm, ich riskiere es. Nein! Oh. Damit hätte ich ihn, glaube ich, mit einem Hit umgehauen. Jetzt kam mir keine CP. Jetzt haben wir noch den Mega-Buster. Buster Only Challenge. Nein! Wir werden vom Mito wieder gemacht. Oh, warum habe ich Risiko gemacht? Warum habe ich das gemacht? Idiot. Ja, ich treffe ihn überhaupt nicht. Ah. Oh. Ja, wir haben verloren. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.